der GEWOBAG ausdrücklich darauf hingewiesen, dass solche Arbeiten nicht von Ihnen durchzuführen sind. Die GEWOBAG informiert die Mieterinnen und Mieter über die Problemstellungen im Zusammenhang mit asbesthaltigen Baustoffen. Neben einer schriftlichen Mieterinformation über mögliche Gefahren von Asbestbelastungen werden Mieterinformationsveranstaltungen abgehalten und auch die Mieterbeiräte in einer gesonderten Veranstaltung intensiv über die mit Asbest einhergehenden Problemstellungen und die bei der GEWOBAG festgelegten Verfahrensabläufe zum Umgang mit Asbest informiert. In diesem Zusammenhang erarbeitet die GEWOBAG mit zertifizierten Firmen und externen Gutachtern zusammen, um im jeweiligen Einzelfall die Frage asbesthaltiger Baustoffe zu klären. Zu Ihrer zweiten Frage, Herr Abgeordneter Otto. Es besteht grundsätzlich kein Gebot zur Entfernung von Asbestprodukten nach der Gefahrstoffverordnung. Sollen an einem asbesthaltigen Bodenbelag Instandsetzungsarbeiten vorgenommen werden, sind derzeit nur einzelne defekte Teile, zum Beispiel eben einzelne dieser Vinylplatten, also dieser Flexplatten, zu entfernen und durch asbestfreie zu ersetzen. Für den zukünftigen Umgang bei Sanierungsarbeiten hat sich eine bundesweite Arbeitsgruppe konstituiert, an der sich Berlin natürlich aktiv beteiligt, mit dem LAGEZI, mit meiner Verwaltung, der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, mit dem BBU, der DGWO und der GESOBAU. Aus Gründen der baurechtlichen Gefahrenabwehr nach § 3 der Bauordnung sind Gebäude so instand zu halten, dass keine Gesundheitsgefahren entstehen. In diesem Sinn eignen sich möglichst emissionsreduzierte Sanierungsverfahren, insbesondere bei laufender Gebäudenutzung, für die Einhaltung des Bauordnungsrechts. In Anlehnung an die als technische Baubestimmung eingeführte Asbestrichtlinie, die den Verbleib schwach gebundener Asbestprodukte in Gebäuden ausdrücklich erlaubt, sofern sie ordnungsgemäß beschichtet oder räumlich gekapselt sind, widerspricht das Belassen eines, auch asbesthaltigen, festgebundenen Klebers unter Beachtung von baulichen Schutzmaßnahmen nicht dem baurechtlichen Schutzziel. Da sich aus den verschiedenen Vorgaben resultierenden offenen bautechnischen und methodischen Fragen befinden sich noch in einem Klärungsprozess. Hierzu ist beabsichtigt, eine Fachrunde einzurichten. Ich habe darauf hingewiesen, dass wir da entsprechend auch daran beteiligt sind. Vielen Dank, Herr Kollege Otto, für eine Nachfrage. Haben Sie das Wort, bitte schön. Ja, muss man ja fragen. Also es ist ja erstmal zu begrüßen, dass Sie jetzt eine Fachrunde einberufen wollen, Herr Senator. Es zeigt aber doch gleichzeitig, dass da einiges im Argen liegt. Ich warte zum Beispiel seit 10 Wochen auf die Beantwortung einer kleinen Anfrage zum Thema. Jetzt konkret. Im Jahr 2000 ging es um 60.000 Wohnungen im Landeseigentum, die das betraf. Wie viel sind das heute und welchen Sanierungsplan haben Sie denn für die? Bitte schön, Herr Senator. Herr Präsident, Herr Abgeordneter, das kann ich Ihnen jetzt spontan nicht beantworten, wie der Sanierungsplan konkret für diese Wohnungen sind und ob es überhaupt diesen Umfang hat. Das kann ich Ihnen im Moment so auch nicht bestätigen. Wir sind natürlich dabei, das entsprechend aufzuarbeiten. Auch in Ihrer Anfrage werden wir das sicherlich dann mit berücksichtigen, die fertig ist. Denn das war, glaube ich, eine der Anfragen, kleine Anfragen mit den 30 Fragen. Insofern haben die ein bisschen Zeit in Anspruch genommen, aber wir sind an dem Thema dran. Genau kann ich Ihnen den Sanierungsplan jetzt nicht darstellen. Danke. Als nächstes Herr Kollege Birk. Laut einem Schreiben des Direktors von LAGEZI, Herrn Decker, haben alle Wohnungsbaugesellschaften ein Gefahrstoffkataster zu führen über dem asbesthaltige Gebäudeteile und alle Mieter sollen informiert werden. Wie wollen Sie sicherstellen, dass das tatsächlich auch passiert? Bitte schön, Herr Senator. Herr Präsident, Herr Abgeordneter, ich habe ja gesagt, dass wir dem nachgegangen sind, auf Grundlage des Berichts ja auch im RBB, und dass diese schriftlichen Informationen an die Mieterinnen und Mieter auch weitergegeben werden. Ich habe sie hier auch vorliegen und habe das nachvollzogen, wo detailliert auch dargestellt wird, wie man umzugehen hat bei einer entsprechenden Belastung in der Wohnung, wenn man etwas baulich verändert, wenn man etwas nicht baulich verändert, welche Möglichkeiten man hat. Und auch das direkte Gespräch mit den Mieterinnen und Mietern wird gesucht. Aber ich sage ja nochmal und betone das, diese Arbeitsgruppe, die ja nun eingerichtet ist, an der wir uns aktiv beteiligen, auch mit städtischen Gesellschaften, wird ja auch Ergebnisse dann erarbeiten, die selbstverständlich sofort auch an die Mieterinnen und Mieter kommuniziert werden. Vielen Dank. Dann kommen wir zur laufenden Nummer 4 von Frau Dr. Manuela Schmidt von der Fraktion Die Linke. Neue Liegenschaftspolitik, was sind die Maßgaben der Koalition wert? Bitte schön, Frau Kollegin.
Dank, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Ich frage den Senat, welche praktischen Auswirkungen haben die von der Koalition im Hauptausschuss beschlossenen Maßgaben, nach denen kein Vorrang des Verkaufs bestehen und eine zusätzliche Kategorie bei der Clusterung der Grundstücke gebildet werden soll, auf die Umsetzung des Konzepts zur transparenten Liegenschaftspolitik? Und zweitens, inwieweit wird der Maßgabebeschluss Auswirkungen auf den im Senatskonzept enthaltenen Ausschluss von Unterwertveräußerungen haben? Vielen Dank. Zur Beantwortung, Herr Senator Dr. Nussbaum, bitte schön. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, liebe Frau Schmidt. Zu eins, wie Sie in den Beratungen im Hauptausschuss gesehen haben, sieht das neue Liegenschaftskonzept keinen Vorrang des Verkaufs vor. Dort heißt es, ausdrücklich neben der Ausschöpfung der fiskalischen Wertpotenziale ist der Liegenschaftsfonds genauso angehalten, Stadtrenditen zu heben. Beim Einsatz von Liegenschaften sind daher ausdrücklich auch Stadtentwicklungs-, Wohnungs-, Kultur- und wirtschaftspolitische Ziele zu beachten. Deshalb sieht das neue Liegenschaftskonzept, anders als Sie fragen, keinen Vorrang des Verkaufs vor. Wir haben gemeinsam in der Stadt, durchaus mit einigen Mühen, das will ich gerne zugestehen, über den Umgang mit Grundstücken, auch über die Daseinsvorsorge debattiert und sind schließlich, so glaube ich, zu einem guten Ergebnis gekommen. Insofern werden wir die Liegenschaftspolitik und den Liegenschaftsfonds im Sinne dieser gemeinsamen Linie vom Parlament und Senat neu ausrichten. Wir haben in unserem Liegenschaftskonzept zunächst drei Kategorien von Grundstücken gebildet: Grundstücke mit Verkaufsperspektive, Grundstücke zur Daseinsvorsorge durch das Land. Es handelt sich dabei um sogenannte Vorhalteflächen und Grundstücke des Fachvermögens. Die zusätzliche Kategorie der Grundstücke mit Entwicklungsperspektive, das ist eben der Maßgabebeschluss des Hauptausschusses, wird jetzt zusätzlich in das Konzept und damit auch in die Clusterung aufgenommen und wird bei der Bewertung der Grundstücke mit berücksichtigt werden. Und zu der Clusterung haben wir gemeinsam beschlossen, dass diese in dem neuen Portfolioausschuss auf einer breiten Basis geschehen soll. Hier spielen vor allen Dingen qualitative Aspekte eine Rolle. Und zusammen mit allen Vermögensträgern werden wir diese große Aufgabe bewältigen. Und der Hauptausschuss hat ja auch in seinem Maßgabebeschluss gesagt, sollte es bei dieser Clusterung im Portfolioausschuss zu unterschiedlichen Auffassungen kommen, dann wird letztendlich das Abgeordnetenhaus durch den UA Vermögen entscheiden. Zu zwei, unser Konzept, auch das möchte ich nochmal deutlich machen, schließt Unterwertveräußerungen ausdrücklich nicht aus. Diese waren, wie Sie wissen, auch in der Vergangenheit schon möglich. Und an den Vorschriften der LAO ändert sich durch das Konzept nichts. Wir sprechen lediglich davon, dass wir Transparenz über den Mehrwert, also über den Stadtnutzen für das Land Berlin herstellen wollen. Und das muss die jeweilige Fachverwaltung prüfen. Insofern wird auch hier die Liegenschaftspolitik in Übereinstimmung der Beschlüsse von Senat und Parlament neu justiert. Und es spricht aus meiner Sicht auch nichts dagegen, wenn sich das Parlament ein parlamentarisches Selbstbefassungsrecht und auch das Recht verschaffen will, unter Wertveräußerungen zu machen. Das wird es in verfassungskonformer Weise tun. Eine Auswirkung der angesprochenen Neuausrichtung der Liegenschaftspolitik wird auch sein, dass wir im Haushalt für die kommenden Jahre unsere Einnahmeerwartung deutlich reduzieren. Wir werden die Einnahmeerwartung voraussichtlich, ich möchte dem Senatsbeschluss nicht vorgreifen, auf 50 Millionen reduzieren müssen. Und sehr geehrte Frau Abgeordnete Schmidt, lassen Sie mich abschließend noch mal darauf hinweisen, dass auch Sie nicht aus Ihrer Verantwortung entlassen werden können, daran mitzuarbeiten, dass in Ihrem Herkunftsbezirk Marzahn-Hellersdorf die notwendigen Flächen für Schulen, Kitas und andere Aspekte der Daseinsvorsorge identifiziert werden. Denn einen Erfolg wird die neue transparente Liegenschaftspolitik nur dann haben, wenn hier alle Akteure gemeinsam daran arbeiten. Und ich freue mich, dass wir mit dem Schluss des Hauptausschusses mit dieser Arbeit begonnen haben. Vielen Dank. Dankeschön. Eine Nachfrage, Frau Kollegin Schmidt, bitte schön. Ja, da ich schon so nett aufgefordert werde, mich an dem Aspekt der Daseinsvorsorge zu beteiligen, das werde ich gern tun. Ich nehme da gern meine Verantwortung wahr, will da auch eine konkrete Nachfrage starten wir auch nicht jetzt zu meinem Bezirk, aber was mich beschäftigt, ist die Flüchtlingsnotunterkunft in der Saarbrücker Straße, auch eine Liegenschaft im Portfolio des Liegenschaftsfonds und als solche auch gut geeignet für den Umbau zu einer Erstaufnahmeeinrichtung, da Sie ja diese Daseinsvorsorge auch noch mal als einen wichtigen Aspekt benannt haben, gehe ich jetzt oder kann ich davon ausgehen, dass jetzt der Umbau zur Erstaufnahmeeinrichtung erfolgt, weil der Vorrang ja an der Stelle besteht und
unbestritten ja wohl ist, dass wir Plätze für Flüchtlinge brauchen. Bitte schön, Herr Senator. Sehr geehrter Herr Präsident, wir haben doch gemeinsam das Liegenschaftskonzept diskutiert und Sie sind ja auch jemand, der das kritisch gesehen hat. Und dann wissen Sie ja auch, dass das Verfahren jetzt hier bei diesem Heim, Saarbrücker Straße, so sein wird, dass die entsprechende Fachverwaltung, das ist nicht der Senator für Finanzen, sondern das ist, glaube ich, der Kollege Schaja, das bewerten muss und fachlich zum Ausdruck bringen muss, ob dieses Grundstück eben für diesen Zweck genutzt werden kann und ob dann dieses Grundstück möglicherweise dann unter Wert abgegeben wird, dann muss im Grunde ein Attestat oder eine Begründung kommen, warum das der Fall ist. Das ist eben genau das Thema, dass wir es transparent machen wollen. Also es ist möglich, aber es muss, wie gesagt, von der entsprechenden Fachverwaltung unterstützt werden. Und dann, wenn diese Unterstützung auch plausibel ist und nachvollziehbar ist, wird es dann auch zu einem positiven Beschluss im Liegenschaftsfonds kommen. Für eine weitere Nachfrage hat der Kollege Buchholz das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Senator, ich freue mich natürlich sehr, dass Sie ausgeführt haben, dass Sie jetzt Senat und Parlament an einer Seite des Strangs sehen, was die Neuausrichtung, strategische Neuausrichtung der Berliner Liegenschaftspolitik angeht. Folgern Sie daraus auch, so wie wir, dass, wenn man strategisch mit Flächen des Landes umgehen möchte, man eigentlich bei allem, dass man längerfristige Verträge haben möchte, eigentlich nicht verkaufen sollte, sondern lieber Pacht- und Erbpachtverträge in den Vorrang nehmen sollte, um langfristig genau die stadtpolitischen Ziele bei der Wirtschaft, bei der Sozialpolitik, bei der Wohnungspolitik sichern zu können, vertragen zu können. Herr Senator, bitteschön. Herr Präsident, lieber Kollege Buchholz, ich würde das etwas differenziert betrachten wollen. In dem Konzept sind Erbbauverträge ja ausdrücklich vorgesehen. Und ich denke, man sollte sie da ansetzen, wo man weiß, die Nutzung, die wir fördern wollen, das kann eine Kulturnutzung sein, das kann, wie gesagt, eine sozialpolitische Nutzung sein, eine wohnungspolitische Nutzung, lässt sich nur so absichern, dass man das über ein Erbbaurecht macht. Sie wissen, wenn wir ein Grundstück verkaufen, sind wir rechtlich gebunden, können nur 15 Jahre die Nutzungsbindung festschreiben und nach 15 Jahren ist der Käufer, der das Grundstück günstiger bekommen hat, frei, eine andere Nutzung zu machen, möglicherweise eine Nutzung, die wir nicht wollen. Und 15 Jahre ist für mich im Leben einer Stadt und im Leben eines Grundstücks gar nichts. Insofern ist mir das zu wenig. Und in den Fällen kann man rechtlich über ein Erbbaurecht gehen, da können Sie längere Nutzungsbindungen erreichen. Aber jetzt generell auf Erbbaurechte umzustellen, halte ich für problematisch. Nehmen Sie mal die Fälle, die wir jetzt ja auch sehen, Wirtschaftsförderungsfälle, wo Unternehmen, die erfolgreich sind, die sich erweitern wollen, die Zusatzflächen brauchen, Unternehmen, die sich hier ansiedeln möchten, die wollen in der Regel kaufen, die wollen kein Erbbaurecht haben. Und zu einer neuen Liegenschaftspolitik gehört neben einer kulturpolitischen Betrachtung, neben einer Daseinsvorsorgebetrachtung, einer sozialpolitischen Betrachtung natürlich auch das Thema Wirtschaft. Wir wollen auch mit Grundstücken nach wie vor Wirtschaft fördern, Ansiedlungen ermöglichen, Arrondierungsflächen zur Verfügung stellen und erfolgreichen Unternehmen signalisieren, sie sind auch mit Gewerbeflächen und Grundstücken hier willkommen. Und da denke ich, in solchen Fällen ist beispielsweise ein Erbbaurecht nicht der richtige Weg. Und deswegen schließe ich Erbbaurechte nicht aus. Aber ich schließe es aus, nur noch generell mit Erbbaurechten vorzugehen. Ich glaube, dann erreichen wir den gemeinsamen Zweck, dass wir die unterschiedlichsten Bereiche über Grundstücke gegebenenfalls fördern wollen, eben nicht. Vielen Dank. Wir kommen nun zur laufenden Nummer 5 des Kollegen Oliver Höfinghoff. Von den Piraten führen Berliner Behörden Listen mit linken Szenefotografen. Bitte schön, Herr Kollege. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich frage den Senat, gibt es im Land Berlin eine Liste oder eine Datenbank, in der, ich zitiere, linke Szenefotografen bzw.